Ja, es ist super knackig, es war echt ein cooler Bewerb. Es ist halt das Coole bei der Staffel, dass die ganze Zeit was passiert und ich glaube, das ist fürs Publikum und fürs Fernsehen wirklich sehr attraktiv und ja, es geht einfach voll zur Sache und ich glaube, es soll sich jeder das einmal anschauen. Ja, also ich finde es eigentlich schon sehr interessant, weil es ja Triathlon ist ja eigentlich ein Einzelsport und da arbeitet man so ein bisschen als Team zusammen und von dem her finde ich schon ein richtig cooler Bewerb, es geht voll zur Sache, es ist extrem kurz und schnell. Also ich finde es eine lässige Sache und wenn alles aufgeht, dann können wir da auch wirklich ein gutes Ergebnis liefern. Ich finde, wir haben einen guten Teamgeist im Team und bei mir persönlich ist es immer, dass ich fürs Team immer noch einmal einen Gang aufschalten kann und das hat mich gefreut, dass es heute zum Glück bei mir auch gut funktioniert hat. Und ich bin froh, dass es heute aufgegangen ist und dass das Timing auch gepasst hat. Nach meinem eher enttäuschenden Einzelrennen habe ich mir heute wirklich viel vorgenommen und ja, meine Teamkollegen auch. Und ja, Top 10 würde ich sagen, war jetzt so das Mindestziel und ich glaube, wenn alles optimal läuft, dann wäre da schon noch einiges mehr drin gewesen. Ja, all in, all out, das ist wirklich, wenn man ins Ziel kommt, man glaubt, es dauert zwar so kurz, aber es ist so knackig, dass das schon richtig wehtut. Aber ja, der Schmerz zum Schluss, der vergeht und der Stolz bleibt.